Willkommen zurück zu Dragon Quest Treasures! Wir sind wieder zurück im Hitzegrad, denn wir haben beim letzten Mal herausgefunden, dass es hier einen Boss gibt, genau dort beim Brandbuckel. Wir wären auch schon fast da gewesen einmal, wie ihr sehen könnt, aber ich dachte mir, nee, eigentlich will ich doch gar nicht und dies und das und jenes. Außerdem haben wir Sanguinitara erhalten und können somit die heißen Höhen dort hinten freischalten als einen Ort. Und das wollen wir auch auf jeden Fall als erstes machen. Bist du gut, das ist ein Schatz scheinbar in der Nähe? Weiß ich genau wo. Dort? Okay, schauen wir gleich mal. Erstmal mit ihm reden. Irgendwo in der sengenden Senke gibt es ein Steinmonument. Lies es bitte. Ah, wirklich, das ist bereits gefunden, ja? Verrat mir doch die Inschrift. Okay. Eric sagt Favonius, was auf dem Monument eingraviert ist. Das ist ja höchst faszinierend. Ich werde diese Information bald an die Prinzessin weitergeben. Vielen Dank für deine Hilfe. Und zur Belohnung möchte ich dir diesen roten Schlüssel überreichen. Er sollte eine Truhe derselben Farbe öffnen. Ich habe zwar keinen blassen Schimmer, wo sich so eine Truhe finden könnte, aber eins steht fest, es wird kein Kinderspiel werden, sie aufzuspüren. Okay, danke. Ey, einen Schiebeflügel kriegen wir aber. Immerhin. Und ein Grabgerät? Mysteriöse Maschine wie diese findet man vielerorts in Drakonien. Sie scheinen zum Graben zu dienen, aber genaueres ist nicht bekannt, okay? Ein Schlüssel, den Favonius aus Anemones Leibgarde während der Feldforschung gefunden hat. Offenbar lässt sich mit ihm eine Schatztruhe derselben Farbe öffnen. Bam, 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 bam. Schau mal, ein wichtiges Item. Genau, wichtiges Grabgerät. Schau mal, wichtige Items, aber keine Ahnung, wofür die benutzt werden. Bevor du gehst, noch ein kurzes Wort von Prinzessin. Zur Prinzessin. Ja, ich weiß ja, dass sie sich auf den ersten Blick für nichts als Archäologie zu interessieren scheint. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Auch das Wohlergehen ihrer Prätorianergarde ist ihrer Hoheit ein wichtiges Anliegen. Erst neulich hat sie jedem von uns ein Lunchpaket überreicht, und zwar von königlicher Hand selbst zubereitet. Das klingt doch gut für euch. Das klingt doch gut für euch. Und hier soll ein Schatz sein, ein Silberschatz, hier vorne. Ist das der gemeint ist, oder ist es noch ein anderer? Ne, es gibt noch einen anderen. Aber den nehme ich trotzdem mal mit. War der vorher auch schon da? Ich meine nicht. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich glaube, wir werden gleich gegen den... Oh, das ist ja echt eine Karte. Ich glaube, wir werden gleich gegen den Boss kämpfen beim Bückel. Und warte mal, das habe ich doch letztes Mal schon... Das ist nicht der Schatz, oder? Den habe ich letztes Mal schon ausgegraben. Genau an der Stelle. Ne, das ist auch nicht der Schatz. Alter, warum sind hier so viele Schätze? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Und ich rutsche hier so runter, habt ihr gesehen? Oh Mann. Better get this appraised. Oh mein Gott, Darth Vader! Okay, warte. Ich benutze mal meine Fähigkeit, damit ich weiß, wo ungefähr ist. An einem Baum oder so. Oh wow. Ernsthaft? Das Ding selber. Das Ding ist es einfach. Komm, grab den Knochen aus. Grab ihn aus! Oh, die spawnt da so. Das wär's jetzt. Lämplein. Was ist es? Eine Medaille. Aber keine, die man ausrüsten kann. Egal. Ja, wir haben jetzt Knabarbara bei unserem Team. Und ich weiß aber nicht, ob es so viel besser sein wird. Ihn oder sie, ja, wahrscheinlich sie. Im Team zu haben. Warum sind das so viele silberne Schätze? Warum ist das so viel Stuff? Was geht hier ab? Also jetzt mal ohne Witz. Was so, geht hier ab? Okay, heiße Höhen. Ich weiß, wie wir da hinkommen. Wir müssen einfach bei der Brücke runterspringen. Oder bei der Brücke können wir auch. Damit wir im Lava-Gebiet sind. Wenn ich schon mal hier bin, will ich zumindest... Oh, eine Medaille. Will ich zumindest da hinten das schon mal aktiviert haben. Damit wir es endlich mal aktiviert haben. Oh, Stufe 21 ist, glaube ich, noch ein bisschen zu hoch für uns. Ich versuche, dem auszuweichen. Warte, hier ist ein Schatz? Warum sind auf einmal so viele Schätze unterwegs? What the hell? Oh, warte, was? Das gibt's doch nicht. Also jetzt mal ohne Witz, das gibt's doch nicht. Ich bin komplett voll. Ich glaube, ich werde beim Bahnhof gleich nochmal zurückfahren. Einfach nur, weil ich voll bin. Was zur Hölle? Kopftuch. Oder so. Okay, wo ist denn der Treasure? Sag's mir einfach. Da, wo wir lang sollen. Da, wo wir lang sollen.
It's close. Oder warte mal, ist es direkt hier? Ich schau mal kurz, vielleicht ist es auch direkt hier in der Nähe. Nein? Hey, nein? It's close. Warte mal. Das kann doch irgendwie nicht stimmen. Is that it? Hm? Neben einem Berg? Hier? Ah, hier. Aber hier bin ich doch dran vorbeigelaufen. Scheinbar bin ich nicht Millimeter nah genug dran gewesen. Aber okay. Warum finden wir immer so viele Schätze? How much is this worth? Sieht aus wie ein Schleim als irgendein Gegenstand. Ein Gegenstand mit einem Schleim drauf geschickt. So sieht es für mich aus. Wofür sind diese Ringe? Ich habe jetzt mal einen Flatter mitgenommen. Deshalb, vielleicht kann er dann irgendwie durchfliegen und dann ist das so wie bei Donkey Kong 64, da kommt so ein Minigame. Keine Ahnung. Da hinten ist ja auch ein Ring. Hm. Wer weiß. Aber wir sind da. Da hinten ist es. Dann können wir das schon mal aktivieren. Haben dann alle Bahnhöfe in Hilze gerade aktiviert und können uns relativ frei rumbewegen. Außer halt ganz unten. Aber obwohl, ich glaube, in unserem Dämonenflatter sollte das eigentlich aber auch möglich sein. Tatsächlich. So, wenn wir schon mal hier sind, die können wir auch angreifen. Ich weiß noch, als wir hier zuletzt waren, diese Stufe 16 Viecher waren das vierte Stark. Oh, sind so gebündig. Krass. Ja, und jetzt? Viel zu einfach. Obwohl wir selber gleich im Level sind. Nicht mal alle sogar. Nicht mal wir alle. So. Spring mal rüber. Boing. Als ob du nicht rüberspringen kannst. Als ob hier noch ein Schatz ist! Was zur Hölle? Das wird mir jetzt zu viel, Mann. Ja, okay, ich werde auf jeden Fall nochmal zurückreisen müssen. Ich habe viel zu viele Schätze bei mir. Warte, lass uns mal hier ein. Was haben wir hier? Was? Where is the treasure? Hä? Ehrlich gesagt weiß ich selber gar nicht. Beim Gerüst. Gibt es Bäume oder Büsche? Und bei denen kann man es in der Nähe finden? Was? Let's warte mal. Was macht der denn da? Wieder hochklettern. Hey, it's close. Warte, vielleicht ist es genau in der anderen Richtung. Vielleicht ist es hier. Nee, hier ist es nicht. Hey, it's close. Warte, das ist wahrscheinlich hier hinten, oder? Hier, wo ich eigentlich. Ja, ich wollte hier sowieso. Oh Mann! Ich hasse diese Fähigkeit. Ich wollte sowieso hier lang gehen, aber das habe ich so verwirrt, dass ich dann doch nicht lang gegangen bin. Yes. Das gibt's doch nicht. Ist das ein Buch? Aus dem Buch. Na, solange wir davon XP bekommen, ist alles gut. So. Bahnhof, heiße Höhen. Kollege, setz das Ding mal wieder in Stand. Hier, bitteschön. 4 von 4 Sanguinid. All unser Sanguinid abgegeben. Obwohl, ich glaube, wir haben noch so ein, zwei Stück. Und ja. Heiße Höhen ist einsatzbereit. Let's go! Okay, gehen wir einmal ganz kurz zurück zur Base. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Schätze gegradet werden. Let's see what we have here. Sehr viele Treasures! Oh, Foto eines kicken Kleinen. Was ist das? Ich erkenne ihn nicht. 120k, ein Foto eines Mannes, der morgens offenbar gerne ausschläft. Okay. Pelzrobe! 72k. Oh, 80k fast. Eine Robe aus prächtigen Pelzen, die eines Königs würdig wäre. Ein Schild. Oder ein UFO. Spiegel des A. Ah. 150k. Ein mysteriöser Spiegel, der jeden, der hineinblickt, angesichts seines hässlichen Gegenübers aufschreien lässt. Was? 5er Schleimkraftkugel. What? 200k, eine Eisenkugel, die von einer Armee beim Angriff auf Schleimenien fallen gelassen wurde. Um sie zu bewegen, müssen 5 ausgewachsene Schleime gemeinsam anpacken.
Merkur-Kopftuch. Sind wir bei 100k. Ein knalliges Kopftuch mit Tigerstreifen. Das ist eine Pfanne. Das ist eine Schleim... Gibt's die wirklich? Metallschleim-Bratpfanne. Sind wir bei 200k. Eine Bratpfanne, die Pfannkuchen das lächelnde Gesicht eines Schleims einbrennt. Das bringt Freude ins Frühstück. Oh, das hätte ich jetzt wirklich gerne. Und ein Buch. In Anführungsstrichen Beppo Band 5. 200k. Wegen plötzlicher Erkrankung des Autors kann Beppos Geschichte leider nicht weitererzählt werden. Danke fürs Lesen. Nein! Wieso? Warum nur? Der arme Beppo, ich wollte doch unbedingt mehr über ihn erfahren. Och, Menno. Okay, was? Was wurde noch nicht begutachtet? Ach so, das Ding, das wir geschenkt bekommen haben. Ja. Grabegerät. Boah, was? Liegt bei 1,5 Mille? Fast 1,6 sogar. Wow. Okay. The treasure here has changed. The treasure here has changed. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück. 0%? Egal. Wir gehen. Warte, nein. Hier. Wir gehen nochmal zurück in das Gebiet und ich zeige euch gleich, wo wir dann eingehen. Was zur Hölle? Der Gegner hat einen Hut! Wieso hat der einen Hut? Wie cool ist der denn bitte? Kollege, wieso bist du so ein Derper? Was soll das? Du kommst jetzt in unser Team rein. Schau das jetzt einfach. Ich will dich haben, du hast einen coolen Hut. Ich wusste recht, dass wir das haben können. Ah, schade, hat nicht geklappt. Scheinbar scheint es aber selten zu sein. Ja. Ich glaube, wir können auch einfach jetzt hier runter. Genau. Einfach bei irgendeiner dieser Brücken runterspringen. Auch sicher landen wäre ganz gut. Was ist das denn, Schatz? Okay, nehme ich mit, warum nicht? Aber warte, hier noch nicht runterspringen. Ich glaube, hier ist zu tief. Oder? Bin mir nicht sicher. Ich will noch nicht zu tief runterfallen. Oh mein Gott, das ist Demeteros. Genau. Den König ignorieren, bitte. Gut, schön. Aber ich glaube, wenn wir... Hier? Hm? Nee. Noch sind wir nicht da tatsächlich. Okay, wir müssen doch noch hier lang. Wir müssen doch noch ein kleines Stückchen latschen. Ich dachte, man könnte überall runterfallen, aber ist wohl ein Umweg, wenn ich das jetzt machen würde. Dann gehen wir den normalen Weg entlang. Weil, warum nicht? Ne? Keine Ahnung, was das bringt zu spammen, aber ich spamme einfach gerne. Fühle ich mich stärker. Und eine Medaille. Nehme ich mit. Dracolü, Medaille. Treasure and the Gang. Das sind wir. So hätte ich mich nennen müssen. Treasure and the Gang. Das hätte auch was gehabt, ne? Übrigens, das Ausrufezeichen da hinten ist einfach nur Bescheid geben, dass wir beide in Stand gebracht haben von den Bahnhöfen. Machen wir noch. Jetzt nicht. Metallschleim! Ich habe vorhin diesen Ladebildschirm gesehen. Da scheint drauf, es gibt seltenere Arten von manchen Gegnern. Und die sollte man auf jeden Fall besiegen oder zumindest versuchen. Und ich glaube, das ist einer von denen, die seltener sind. Schön erwischt. Was? Ich mache ihm aber kaum Schaden. Verdammt. Er darf uns auf jeden Fall nicht entwischen. Ich weiß nicht, ob es einer der selteneren ist, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall mache ich gut Schaden und er ist down. Oh ja, das war einer der selteneren. Schaut mal, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen haben. Verblinder schon Level 17. Crazy. Okay, genau. Hier müssen wir runter droppen. Am besten so. Brandbuckel. Wir sind angekommen. Da oben ist es. Oh, ich speichere lieber ab. I'm scared. Du kannst zurzeit nicht speichern. Was soll das bedeuten? Weil ich auf ihn drauf war oder was? Okay, deswegen. Boah. Ich dachte sogar ganz kurz so. Nee. Vor einem Bosskampf wird nicht gespeichert. Leck mich. Nein, glücklicherweise nicht. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr seid ready. Ich bin es allemal. Den nehme ich mal mit. Wenn ich sowieso gerade hier bin. Ich glaube, hier kann man sich nochmal heilen. Weil ich habe einfach so. Passt. Und. Mit den Heilungskugeln. Stellt mittlere Menge LP einer Verbündeten wieder her. Und er ist der Boss.
Was ist das für einer? Glutheißer Gigant. Und ich habe keine Kugeln. Ich Vollidiot. Ich hab die hier. Alter, was? Wieso nimmt da kaum Schaden? Meine Teammates sind alle jetzt schon tot. Die sind jetzt schon alle tot. Was zur Hölle? Wie soll ich die retten? Hä? Ich glaube, ich bin noch zu schwach für diesen Kampf. Was denn? Ja, toll. Alle schon tot. Hä? Was? Hey! Was war das? Du wirst doch jetzt nicht etwa... What? Eric! Eric, aufwachen! Was ist passiert? Ah, oh, gut, du bist wach. Ist alles in Ordnung? Ich glaube, du hast es vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie hat uns gerettet. Warte, wer konnte den Kampf nicht gewinnen? Das stimmt. Wäre ich nicht gerade rechtzeitig aufgetaucht, wäre erledigt gewesen. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Aber warum bist du überhaupt hergekommen? Ich bin natürlich wegen des Bernsteinhorns hier. Wir Sylphanianer haben nämlich auch unsere Quellen. Und ihr seid nicht die Einzigen, nach denen sieben Steinen suchen. Aber ich muss schon sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er ganz so gut bewacht wird. Wer lacht denn da? Ach, du bist dieser Katzbalger! Ich hörte, befindet sich hier das Bernsteinhorn. Meine Güte, das ist Katzbalger von den fliegenden Freibeutern. Aha, wenn das mal nicht der große Bruder meiner kleinen Lieblingsdame ist, dass ich dich hier sehe. Also, ich weiß, wir haben einer da jede Menge zu erzählen, aber es wird leider warten müssen. Ich bin wegen des Bernsteinhorns hier. Ich habe vor, es Kapitän Silberbein zu geben. Dann hat er keine andere Wahl, als mich wieder bei den Freibeutern auszunehmen. Moment, das ist so gefährlich! Oh nein, was der Platsch! Boom! Ah, dieses Ding kann ich auf keinen Fall besiegen! Aber egal, ich benutze einfach meine Stehbitz-Technik, um den Drachenschein zu stehlen, ohne dass mein ahnungsloses Opfer etwas mitbekommt. Miau! Ich hab versucht, dich zu warnen. Vielleicht beherrscht dich das mit doch nicht mehr so gut. You know what? Aber weißt du was? Zu versuchen, den Drachenschein zu stehlen, ist gar keine so schlechte Idee. Was, sollen wir den nicht besiegen? Wenn wir unseren Freund mit einer Betäubungskugel ausschalten, müsste es ein leichtes sein, den Schatz zu stibitzen. Wait. Moment mal, habe ich das richtig gehört? Hast du Betäubungskugeln gesagt? Natürlich, meine sylphanianische Freundin, du bist ein wahres Genie. Jetzt muss ich nur noch die nötigen Zutaten sammeln und dann kann ich Rache nehmen. Haha. Nun denn, ich muss los. Ich wohl, mein lieber Junge. Unsere Wege werden sich schon bald wieder kreuzen. Da bin ich mir sicher. Oh, dear. Oh, meine Güte, da habe ich mich wohl verplappert. Tja, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Miau. Na los, sag uns, wie man Betäubungskugeln herstellt. Na schön. Das ist wohl nur recht und billig. Danke, Betäubungskugelformel. Bitte. So. Bring diese Form einfach dem Kugelmacher deiner Wahl. Er wird wissen, was zu tun ist. Also, wenn ich diesen Schatz beanspruchen will, gibt das wohl einen Wettlauf. Das Bernsteinhorn steht den Sylphanianern zu. Nein, auf keinen Fall. Okay, also den können wir nicht besiegen. Wir müssen ihn betäuben und dann seinen Schatz stibitzen, weil er ist ein viel zu mächtiger Gegner. Zumindest war da jetzt so die Rede von. Okay, ich brauche einen Weg nach oben zu gelangen. Irgendwie, irgendwo, irgendwas nach oben gelangen. Hier nach oben so. Ich muss nur herausfinden, wo und wie. Also hier waren wir ja schon mal und leider ist das hier nicht der schönste Ort, weil hier viele starke Gegner sind. Letztes Mal habe ich auch den Flügel benutzen müssen, um hier rauszukommen, weil ich glaube, wir müssen hier wirklich gegen alle kämpfen, damit wir hier rauskommen. Ziemlich doof. Aber leider kann man sich nicht zu seinem Zug der Wahl teleportieren. Aber hey, wir können zumindest ein bisschen leveln. Das ist ja auch sehr, sehr nützlich, wie ihr sehen könnt. Dann bam, bam, bam. Die geben auch sehr viel Erfahrungspunkte. Oh, und jetzt kämpfen wir gegen die harten Brocken, den Todesrüstung. Aber kaum Schaden gegen den. Aber er macht Schaden gegen uns, und zwar Hälfte. Oh, und einer ist tot.
gar nicht gut. Und er will mich, er will mich. Ah, er will mich sowas von. Oh nein, ich habe beide Rüstungen in Aggro gemacht. Okay, weg, 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 weg. Ah, okay, einer ist down, das ist sehr gut. Und normaler Angriff, toll. Ich reparier schon mal den Typen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und gebändigt, wie cool! Können vielleicht für Kaparika reintun. Stattdessen. Auf jeden Fall werde ich mir das überlegen. Ja, wir müssen hier leider ein bisschen durch. Es führt leider kein anderer Weg hier raus. Außer ich verschwende meine Flügel, aber ich würde die ungern jetzt verwenden, tatsächlich. Und erst eine bessere Vision von Shatila, glaube ich. Macht eigentlich ganz gut werfen uns. Also wenn wir den auch noch bändigen könnten, wäre das nice. Okay, Kugeln aus Axels Atelier herstellen lassen. Das machen wir. Baudemann. Und währenddessen nehmen wir noch ein paar Materialien mit. Boah, ich weiß nicht. Kommen wir hier vielleicht schon hoch? Ah, oh, warte, da konnte ich stehen, da konnte ich stehen. Hier, da kann man stehen. Nein, warum fällst du runter? Warum fällst du runter? Oh, es klappt. Oh mein Gott. Klapper geht's, glaube ich, gar nicht. Okay, man kann hier hoch. Ganz knapp. Oh, Gott sei Dank. Okay, wo bin ich? Ein Henker, Level 21. Bisschen noch zu hoch, finde ich. Warte, ich komme wieder hoch, oder? Oh nein. Oh nein. Oh oh. Warte, ich habe Flatter. Vielleicht kann ich irgendwo hinflattern. Warte mal, hier kann man noch hoch. Kann ich hier hoch? Oh, ja, beschützen einen Schatz. Vielleicht will ich ihn doch besiegen. Was, was, Folly? Was meint ihr? Ah, doch, man kann da hoch, man kann da hoch. Warte. Yes, es geht. Alles super, super, super knapp. Aber es klappt. Theoretisch klappt's. Ach, Mann. Na los. Moin. Schön. Königsschlamette will ich jetzt nicht so gern bekämpfen, aber ich muss da leider lang, also... Unter welchem Level ist die? 20? 21? 21. Okay. Ja. Dann müssen wir wohl kämpfen. Ja. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Hier ist Stufe 24. Okay, nein. Stopp. Dann weg. Schnell weg. Oh, wir haben es hochgeschafft. Das war eine schwere Geburt. Paradiesvogel. Was zur Hölle? Okay. Ich gehe jetzt einen der beiden Wege lang und dann sehen wir uns gleich wieder in der Base wieder. Oh, ich habe diese Vögel besiegt von den Items. Freilandeier. Frische Eier für eine sättigende Speise. Okay. Cool. Ich schätze, dann muss ich wohl doch nicht cutten, weil ich bin jetzt schon wieder da. Ah ne, dauert noch ein bisschen. Achso, bevor ich es vergesse, wir müssen ihm noch Bescheid geben. Er wollte uns noch eine Belohnung geben. Und was, Mann? Du hast alle Bahnhöfe auf dem Hitzegrad wieder in Ordnung gebracht. Ach, da fällt mir ein, dass ich noch was erzählen wollte. Du hast wahrscheinlich schon gehört, dass unsere Züge auf sogenannten Blutlinien fahren, oder? Es hat seinen Grund, warum sie Blutlinien heißen. Diese Energie, die durch alle Inseln hindurchströmt, ist sowas wie unser Lebenssaft. Anscheinend ist diese Energie die Lebenskraft der Drachen, aus der diese Welt entstanden ist. Die sind zwar schon lange tot, aber ihre Kraft lebt weiter. Aber so bewegen sich unsere Züge fort, auf diesen Strömen aus Energie. Eine Eisenbahn ohne Blutlinie, sowas geht einfach mal gar nicht. Ja. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt. Hut ab vor unserem Gründer, dass er die Idee mit dem Blutlinien hatte. Tut mir leid, ich bin ein bisschen abgedriftet und ich hatte dir noch eine Belohnung versprochen. Hier bitte. Clermans Belohnung. Ein Bahnhofsmodell. Ein Modell eines typischen Bahnhofs der transdrakonischen Eisenbahn in der Spur H0. Was große Glückssushi-Rezept. Das Rezept für ein Gericht, das die Chance enorm erhöht, dass gegnerische Monster Materialien fallen lassen, wenn sie besiegt werden. Schwierigkeit aber schwer. Und ein Chimärenflügel. Nice. Sehr gut. Ja, ja. Und damit wären alle Bahnhöfe auf dem Hitzegrad wieder betriebsfähig. Wahrscheinlich weiß ich das schon, aber es gibt noch Bahnhöfe auf anderen Inseln, um die man sich kümmern müsste. Wäre toll, wenn du die auch auf Vordermann bringen könntest. Damit würdest du mir echt einen Gefallen tun.
Ja, alles mit der Zeit, alles mit der Ruhe. Aber jetzt genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich finde das so super, wie diese Hände so am Winken sind. Oh Mann, was ist das? Was ist das? Demetrius! Ah, Statue eines Tornado-Teufels! 100.000! Aber wir kriegen ein bisschen mehr. Ein Modell eines Monsters in einer fernen Welt. Aha. Schön. Wirklich schön. Eric hat noch was anderes gefunden. Ja, was hat denn Eric schon was gefunden? Blam, 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 blam. Ein Bahnhofsmodell für 2,4 Millionen. Absolut crazy, wie viel das wert ist. Der ganze Star. You can find some different treasure, ja, ist okay. Wechsel mal wieder zum Mida. Ja, ab und zu mal wechseln. Das ist ja unser Abenteuer und nicht nur das Abenteuer von einem von uns. So. Und ja, ich kann mal hier vorbeischauen. Du hast nämlich neue Bewerber, habe ich gesehen. Vielleicht kann ich da welche davon einstellen. Fleduard. Nee. Doch, warte hier. Rassel. Oh, Stufe 19. Ja. Ja, I've decided. Let's be friends. Ja, it's my pleasure. Danke, Marcel. Rassel. Die tue ich auf jeden Fall ins Team. Excellent. Auf jeden Fall, Mann. Ich sag richtig strong. Yes. Otto? Hallo. Sehr nice. Mercurio. Der Silberschleim. Aber krass. Glacius hier unten. Wie kriege ich den denn? Den will ich unbedingt auch reintun. Aber das werden wir alles noch herausfinden, bestimmt. Achso, ja, einkaufen wollen wir noch. I have in new stock. Kugeln herstellen. Betäubungskugel, die brauchen wir ganz dringend. Wir haben genug. Für... Ja, machen wir 10 Stück. Reicht schon. Shoot carefully, ja? Mit dem Hammer einfach ein paar Pisen draufschlagen. Fertig! Betäubt Gegner. Schön. Ich hoffe, 10 Stück reichen. Denke aber schon. Ein Gegner. Ah, hier ist noch nichts Neues. Okay, ich glaube, ab jeder Teamstufe kriegt man dann ein neues Podest. Würde zumindest Sinn machen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir die Mission. Hast du Teamstärken? Achso, erreichte Rang 6. Okay. Das Geschwür. Ja, da können wir noch nicht weitermachen. Und Horn des Riesen. Stiel, das Horn des Riesens. Also, wir sollen ihn nicht besiegen. Ist nicht unbedingt unsere Aufgabe jetzt. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sie sich an wie ein komplettes Upgrade zu ihm. Das ist no joke. Ja, ihr habt auch noch freigeschaltet, aber zu dem komme ich dann noch. Jetzt erstmal nicht. So, ich renne jetzt nochmal den ganzen Weg zurück. Wir sehen uns gleich wieder. By the way, ich bin gerade vom Zug runtergegangen. Die haben mir den Schatz entdeckt. Ja, okay, dann grabe ich den einfach mal aus, ne? Warum nicht? Nehm ich mit. Scheinbar respawnt hier immer neu. Keine Ahnung, was das ist. Das ist eine Flasche oder so. Der hat eine... Hä? Hä? Der hat gerade eine Sonnenbrille auf, ich schwöre es euch. Hä? Okay, ich bin wieder zur Brücke angekommen. Fällt gerade auf, ich habe noch ein paar Medaillen, die ich verteilen könnte. Du hast noch gar keine hier, Rassel. Dann nimm du mal... nimm du mal die hier, die ist gut, die ist sehr, sehr gut. Aber Linda kann ja dann noch die vom Baby haben. Einfach mal so, damit die ein bisschen mehr Buffs haben. Und wir... Alter. Als ob ich jetzt warten muss, wie dumm ist das denn? So, genug gewartet, gib her jetzt. So. Einfach mal nicht B drücken. Wenn's geht. Ne, keine Ahnung, warum das auch nochmal abgebrochen wurde. Ja, gut. Versuchen wir es erneut. Jetzt habe ich ja die Kugeln. Habt ihr wartet, hier habe ich gesehen. Habt schon auf mich gewartet. Gott, die verfluchte Kreatur. Meine Metalliskugeln haben nicht die geringste Wirkung gezeigt. Habe ich vielleicht eine schlechte Charge fabriziert? Ah, das mit dem Betäuben hat prima funktioniert, aber das mit dem Stipitzen habe ich nicht hinbekommen. Ich war noch nie eine große Diebin.
Okay, also der Kampf wird doch ziemlich schwierig. Wie er da steht. Na, wer ist der Nächste, der es gegen mich versuchen will? Wir sind es! Niemand Geringeres als wir! Also los geht's! Angriff! Taschendiebstahl! Drücke den Stick rein, um in die Hocke zu gehen. Wenn du dich dann von hinten an einen Gegner ranschleichst, kannst du A gedrückt halten, um ihn etwas zu stibitzen. Sobald die Anzeige gefüllt ist, fängt ein Roulette-Rad an, sich zu drehen. Drück die Taste zur rechten Zeit, um einen Gegenstand zu stehlen. Übrigens kannst du auf diese Weise nicht nur Materialien anwenden, manchmal heimst du sogar Schätze ein. Das haben wir schon mal probiert, aber ich habe dieses Rad einfach überhaupt nicht verstanden. Drücke die Taste zur rechten Zeit. Wann ist denn die rechte Zeit? Woran erkennt es denn? Und offenbar haben sie angekommen. Ja, nee, wirklich. Du kommst denn darauf? Idiot. Daneben. Ja, wo muss ich denn drücken? Das ist das Ding. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wo ich drücken muss. Ach, nach oben. Oben drücken. Und das war's schon. Finders Keepers. Wie, das war's schon? Yeah, Amida erhält das Bernsteinhorn. Yippie. Okay. Tja, sieht aus, als hätte der Plan funktioniert. Wir haben uns den Drachenstein vor unseren Rivalen geholt. Erstklassige Arbeit. Alright then. Alright then. You did it. Du hast es geschafft, Mida. Du hast das Bernsteinhorn. Du hast mich ausgestochen, aber so läuft das eben manchmal. Das wird allerdings nicht wieder vorkommen. Das lässt mein Sephanianischer Stolz nicht zu. Einfach grandios, mein liebes Mädchen. Du hast geschafft, was ich nicht hinbekommen habe. Ich hoffe, es ist mir nicht übel, aber ich hätte da noch eine klitzekleine Bitte. Wärst du so nett, mir das Bernsteinhorn zu geben? Okay, das Ding ist, eigentlich würde ich Nein sagen. Warum soll ich ihm einfach geben? Aber wenn Katzbalger wieder befreundet ist mit Captain Silberbein, vielleicht kann er ein gutes Wort für uns einlegen, dass Captain Silberbein uns vielleicht auch mag. Das wäre eine große Hilfe. Also ich sag mal ja. Hahaha, das war doch ein Spaß. Ein bisschen stolz besitze ich auch noch. Außerdem werde ich sowieso noch viele weitere tolle Schätze finden, bei denen du vor Nein erblasst. Dann nimmt mich Captain Silberbein bestimmt wieder bei den Freibeutern auf. Rein zufällig habe ich einen guten Tipp erhalten, dass in der Flutterfan im Schwingenmoor Schätze zu finden sind. Dahin geht als nächstes. Gab nicht wohl. Da waren wir noch gar nicht. Also, waren wir da so oder so, als wir stand hingehen. Einen Piraten wie Katzbalger habe ich noch nie getroffen. Er ist schon ein bisschen eigenartig, oder? Aber ich sollte hier nicht rumstehen und plaudern. Kapitän Levante erwartet bestimmt einen vollständigen Bericht. Ich glaube nicht, dass er erfreut sein wird. Ja, sorry, Briesela, aber ich wünsche noch viel Erfolg. Bernsteinhorn. Ein seltsamer, wie ein Horn geformter Stein erscheint eine Kraft von unbegreiflicher Intensität in sich zu bergen. Wow. Crazy. Und hier hat man auch an der Wand irgendwo gesehen, dass das Symbol eingraviert wurde von Bernsteinhorn. Irgendwo habe ich es gesehen, keine Ahnung. Stufe 37, glutheißer Gigant. Er kommt auf uns zu. Kann man den besiegen? Also jetzt auf jeden Fall nicht. Alter, kommt er wirklich auf uns zu. Rennt. Stufe 37. Ich glaube, wenn wir so Stufe 40 oder so erreicht haben, sollten wir hier nochmal zurückkehren und gegen den kämpfen. Der wird bestimmt einige seiner Schätze bei sich haben. Na gut. Ich glaube, ich gehe den exakt gleichen Weg, den ich vorhin gemacht habe, wieder zurück. Zum Bahnhof. Und ja, dann sehen wir uns natürlich gleich. Dann nur mal wieder. Bis gleich, Freunde. Okay, wenn hier ein Schatz ist, dann grabe ich den mal aus. Mitten auf dem Weg. Oh. Nehme ich mit. Warum nicht? Yeah. Die freuen sich alle sowieso drüber. Ein Stock. Okay, ich nehme euch mal ab hier noch ein bisschen mit der Reise mit. Ich bin hier hochgejumpt, also hier ist die Brücke neben mir. Hier ist nicht nur ein Silberschatz, sondern ja auch noch ein richtiger Schatz. Und die graben wir eben aus. Also Schätze scheinbar überall immer spawnen zu können. Immer random oder so. Und ich glaube, ich glaube, manche sind zwar an bestimmten Orten. Was? Glückssushi-Rezept?
Ja, also ich glaube, manche. Nee, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gebracht worden. Egal, manche Schätze sind wahrscheinlich static immer gleich und manche Schätze spawnen random. Das wollte ich sagen. Sorry, ich wollte gerade komplett aus dem Konzept gebracht. Okay, wo ist es? Es ist direkt neben mir. Es ist direkt neben mir. Ja, ja, direkt neben mir. Was soll's? Macht doch Spaß. Ist doch toll. Blam, blam. Looks valuable. Ja. Back at last. Da sind wir wieder. So. Wir haben ein paar Schätze. Schauen wir uns eben an. Das ist bestimmt ganz tolle Schätze. Ganz sicher. What the? Das ist eine Tänzerin im Kostüm. Ah ja, ich glaube auch. 300k. Eine Tracht, die typischerweise bei traditionellen Tänzen getragen wird. Ja? Habe ich noch nicht gesehen. Korallenhaarnadel. Hm? Okay. Über 100k. 130k, ein Accessoire, das aus einer kostbaren Koralle von der Küste angefertigt wurde. Ein Goldring! Ganz normal, ein Goldring. 100k. 110 jetzt. Ein prächtiger Ring aus glänzendem Gold. Das sieht falsch aus. Muskelgurt. Ja, wenn es nur Muskelgurt ist, dann geht der noch, ne? 1,5 Millionen! What? Eine Art Geschirr, das die gestählten Oberkörper muskulöser Machos gut zur Geltung bringt. Was? Warum kriegen wir sowas hier? What the hell? Okay, ja, danke Spiel. Toll. Okay, und noch ein paar besondere Schätze. Stimmt, da war ja noch was. Ikonisch! How iconic! Yeah, einer der großen Sterne. Bernsteinhorn ist 10 Millionen wert. Rangvorteil? 11 Millionen. Ein seltsamer, wie ein Horn geformter Stein. Er scheint eine Kraft von unbegreiflicher Intensität in sich zu bergen. Wow. Achievement, Ikonenbesitzer. Und schaut mal, wie viel uns das einbringt. Viel, viel weiter als das Ziel hinaus. Spritzt schon rüber. Rang 5, kompetente Jäger. Yes! Wir haben jetzt auch sogar einen silbernen Hintergrund statt einen Bronze. Fast! Jetzt sind wir Rang 6. Bei Rang 6 geht die Story weiter. Aber trotzdem nice! Einer der 7 Steine. Gefunden! Yippie! Let's go! Das ist gut! Erschöpft von ihren Abenteuern legen Mida und die anderen am Lagerfeuer eine Pause ein. So. Du hast mittlerweile jede Menge Schätze zusammengetragen und mit dem Team Drachenbande läuft auch alles bestens. Wenn du so weitermachst, sind wir in Drakonien bald bekannt wie ein bunter Hund. Ich wage mal zu behaupten, dass es dann nicht an Monstern mangeln wird, die sich uns anschließen möchten. Natürlich hat Ruhm auch seine Nachteile. Unsere Errungenschaften haben uns zu einem lohnenswerten Ziel für andere Schatzjäger gemacht. Ja, das stimmt. Allerdings, ich fürchte, es wird nicht lang dauern, bis jemand versucht, unsere Schätze zu stehlen. Und dann liegt es an dir, für ihre Sicherheit zu sorgen. Aber natürlich sollte dich das nicht davon abhalten, die 7 Scheine zu finden. Ohne sie können wir nie mehr zurück nach Hause. Was? Das stimmt. Aber hey, du musst zugeben, dass unsere ganzen Abenteuer schon ziemlich unterhaltsam sind. Right. Ja, es gibt wohl Schlimmeres als die Schatzsuche. Und offenbar werden wir auf absehbarer Zeit zusammen sein. Vergiss nur diese Drachensteine nicht, ja? Also legen wir uns schlafen, ja? Morgen wird ein großer Tag. Hey, Ansoff, die freut euch drüber? Ich habe gerade erfahren, dass ich hier für immer stuck bin, außer ich sammle alle 7 Steine. Du! Solltest deinen Schatz offen zur Schau stellen, wenn Rivalenteams versuchen, ihn zu stehlen. Und sie können jederzeit zuschlagen, ob du also gerade auf Schatzsuche unterwegs bist oder dich in der Basis befindest. Wie jetzt? Du kannst jetzt Bahnmissionen spielen. Besiege die Rivalenteams, um dir ihre Banner zu holen. Verteidige dabei deine Schätze. Sieh dir später die Anschlagtafel an, um mehr über diese Mission zu erfahren. What? Das geht gar nicht. Toll. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dein Schatz wurde in den Tresorraum transportiert. Okay. Also es scheint ja noch nichts geklaut worden zu sein. Noch nicht. Zumindest. Wollen wir den Bernstein da abstellen? Wollen wir das machen? Der Schatz ist zu wichtig, damit andere... Oha. Der ist zu wichtig.
Ach, der ist schon da. Das Ding. Oh Mann, ey. Oh Mann. Oh Mann. Na gut. Achso, warte, wir haben ja noch hier ein paar neue Rekruten eventuell. Hö, was? Düsterchen. Warum hat er so einen Regenbogen um sich? Und was ist das für ein Item, was er braucht? Gabriel. Boah, die haben so hohe Stufen, Mann. Schluppi, der Schleimkönig kann uns beitreten. Wie cool ist das denn? Ja, auf jeden Fall. Boing. Ich bin der Schluppi. Exzellent. Ja, tun wir doch rein, oder? Andererseits war Belinda schon ziemlich nice im Team zu haben. Aber ich will schon wissen, was Schluppi drauf hat. Vielleicht machen wir es so. Warum nicht? Ja, und ansonsten muss ich mal schauen. Manche sind halt zu schwach mittlerweile, ne? Manche sind zu schwach. Glacius wird leider auch zu schwach, vermutlich, wenn ich den dann endlich haben kann. Ja, komm, Rossi, du kannst weg. Ich hab schon einen. Boah, ich weiß nicht, warum der so einen krassen Rahmen hat. Ist voll cool. Jetzt will ich ihn umso mehr haben. Aber keine Ahnung, wo ich das Item finden soll. Und hier ist die ganze Ausrufezeichen. Also wegen Kugeln kaufen? Heilung? Achso, das haben wir gerade freigeschaltet. Entfernt negative Status-Effekte. Das haben wir aber noch nicht gehabt bisher. So glaube ich nicht, dass wir das unbedingt brauchen. Achso, wir können mal ein paar starke Kugeln kaufen oder selber herstellen sogar. Die Dinger hier zum Beispiel. Von denen können wir mal ein paar herstellen. Ja, komm, beeil dich. Schön. Und von denen hier ein paar Stück. Nur eins. Immer nur eins. Ja. Okay, careful, ja. Ja, ja, werdig. Und dafür habe ich genug, aber das können wir bestimmt kaufen. Stachelkugel war es, ne? Können wir kaufen. So, 2K. Haben wir zumindest ein paar von denen, falls Bösse uns angreifen sollten. Wäre das auf jeden Fall nicht verkehrt. Okay, Freunde. Ich weiß, so lang war jetzt die Folge nicht geändert, aber beim nächsten Mal werden wir da ein komplett neues Gebiet erkunden. Das letzte, was wir noch nicht hatten. Oh, sei nicht traurig, dass du rausgegangen bist. Tut mir leid. Jeder kommt mal rein und raus. Ja, sei nicht traurig. Nicht weinen, okay? Bitte nicht. Lasst. Wir fahren like da. Und ein Sub. Und seid so wie er. Immer schön beschützen, dass niemand in unsere Lage einbricht und unsere Schätze klaut. Das wäre nämlich ziemlich fatal. Wir wollen ja keinen Rang abstufen. Oder? Ich denke nicht.